Hallo und herzlich willkommen zu den News. Auch in dieser Ausgabe zeigen wir euch in diesem Beitrag wieder bewegte Bilder aus allen spielbaren Vorabversionen, die unsere Redaktion zuletzt erreicht haben. Als erstes hätten wir T2 Superbikes vom englischen Publisher Jester Interactive für die PlayStation 2. Das Motorradrennspiel steuert sich manchmal etwas hakelig, bietet dafür jede Menge Originalbikes. TT Superbikes sollte eigentlich schon Anfang des Jahres erscheinen, jetzt rechnen wir mit einem Release im dritten Quartal 2004. In Rocky Legends von Ubisoft steuert ihr die bekannten Charaktere aus der Filmreihe mit Sylvester Stallone. Hier seht ihr zum Beispiel einen echten Klassiker zwischen Rocky Balboa und Clubber Lang, besser bekannt als Mr. T. Die Steuerung des Spiels ist recht eingängig und bietet einige Möglichkeiten. Ob es aber letztlich an das hervorragende Fight Night 2004 heranreicht, bleibt abzuwarten. Ihr seht gerade die Xbox-Fassung, die genauso wie die PS2-Version am 29. Oktober erscheint. Das hier ist DJ Dex & FX von Sony. Bei diesem Musikprogramm legt ihr, Achtung, Retro-Alarm, Schallplatten auf und verschnörkelt die Musik mit zahlreichen Samples und Effekten. Die Aufmachung orientiert sich tatsächlich an einem DJ-Deck und wirkt daher lange nicht so trocken wie andere Musikprogramme. DJ Dex & FX erscheint im Herbst für die PS2. Das hier ist nicht der Testcheck, deshalb werde ich es mal vorsichtig formulieren. Jackie Chan Adventures, übrigens das Begleitspiel zur Zeichentrickserie, kommt in einem, naja, ungewöhnlichen Grafikstil daher. Das Spielprinzip ist simpel. Ihr hüpft und klettert mit dem Kinostar durch 3D-Areale und vermöbelt zwischendurch ein paar Gegner. Das Spiel wird von Sony veröffentlicht und erscheint im dritten Quartal 2004 für die PS2. Vergesst Babe Ruth und Joe DiMaggio, denn GamePro-Redakteure treffen besser. Mit U-Move Supersports bringt Konami ein Spiel für Sonys Altoi-Kamera, in dem ihr euch bei 15 Sportdisziplinen wie Baseball austoben könnt. Hier seht ihr meine Wenigkeit, wie ich mit unserer Fernbedienung im richtigen Moment auf die Bälle einschlage und einen Treffer nach dem anderen lande. U-Move Supersports erscheint im September für die PlayStation 2. Das ist mal absurdes und politisch unkorrektes Waffendesign. In Worms Force unter Belagerung schießt ihr neben Priestern zum Beispiel auch Meerschweinchen durch die Gegend. Das Hauptaugenmerk des Spiels liegt, wie der Name schon sagt, in der Belagerung des Feindlichen und der Verteidigung des eigenen Forts. Das Spiel wird in Zusammenarbeit von Sega und Atari veröffentlicht, und zwar für PS2 und Xbox im vierten Quartal 2004. Als nächstes zeigen wir euch Crimson Tears für die PS2, das von Capcom entwickelt wird. In diesem Spiel prügelt ihr euch im Jahr 2049 durch die Ruinen von Tokio. Ihr steuert einen von drei Androiden, die sich auf der Suche nach ihren Erbauern befinden. Die Prügeleien werden durch kleine Rollenspielelemente aufgelockert, denn ihr könnt die Androiden upgraden. Die Dungeons des Spiels werden bei jedem Betreten neu generiert, sodass hoffentlich keine Langeweile aufkommt. In der letzten Ausgabe haben wir Disgaea getestet, jetzt werfen wir einen Blick auf die US-Version von La Pucelle Tactics, das ebenfalls von Nippon Ishii entwickelt wurde. Und wie es der Zufall will, ähneln sich die Spiele sehr, denn auch La Pucelle ist ein Strategierollenspiel. Wer Disgaea mochte, wird auch an La Pucelle Gefallen finden, obwohl, was zum Beispiel die Anzahl der Waffen und Skills betrifft, es etwas schlanker geraten ist als Disgaea. Ein Europatermin für La Pucelle steht leider noch nicht fest. Zum Abschluss zeigen wir euch noch Burnout 3, denn wir haben eine neue Version für die PS2 bekommen, die wir euch nicht vorenthalten wollen. Hier sind wir gerade im World Tour Modus unterwegs und müssen dabei die lästigen Gegner abschütteln. Das Spiel erscheint schon am 10. September für PS2 und Xbox. So, das waren die News. Ich wünsche euch jetzt noch viel Spaß mit dem Rest der DVD.